Liebe werdende Mama, der Sinn dieser geführten Tiefenentspannung ist, dir dabei zu helfen, deine Gedanken, Gefühle und Handlungen während der Schwangerschaft immer wieder positiv auszurichten. Zudem wirst du dich nach dieser tiefen Entspannung gestärkt, selbstsicher und voller frischer Energie fühlen. Erlaube deinem Körper, sich nun so tief wie möglich zu entspannen. Atme tiefer und langsamer und komme in deine vollständige Präsenz. Fokussiere dich mit deiner Aufmerksamkeit auf die Spitze deines Kopfes und atme nun ein. Atme Energie ein und lass sie durch deinen Körper hindurchfließen. Und gleich noch einmal. Spitze Kopf, einatmen, atme dann aus und lasse los. Verlagere dabei deine Aufmerksamkeit hin zu deinem Bauchnabel. Fühle die Energie durch deinen Körper fließen. Und gleich noch einmal. Einatmen mit der Aufmerksamkeit Spitze Kopf. Ausatmen hin zum Nabel. Dieses Atmen und Fokussieren bringt dich sofort in deine innere Mitte. Und wenn du magst, tu es gleich noch einmal. Einatmen, spitze Kopf. Ausatmen hin zu deinem Bauchnabel und lasse vollkommen los. Lass deinen Alltag nun weit im Hintergrund verschwinden. Alles im Außen wird unbedeutend für dich. Du schenkst all den Dingen keine Bedeutung mehr. Alle diese Alltagsdinge werden einfach weit im Hintergrund verschwinden. Richte deine Aufmerksamkeit nur auf deinen Atem. Ein und aus. So ist es gut. Und wenn du magst, kannst du nun deine Hände auf deinen Bauch legen. Stelle dir nun vor, dass du dich auf eine große, abwechslungsreiche Wanderung begibst. Im Tal beginnst du bei strahlendem Sonnenschein. Sehr kurvig und steil ist der Beginn deiner Reise. Du wirst begleitet von den unterschiedlichsten Emotionen wie Freude, Bedenken, Hoffnung, Zuversicht, Zweifel und Glück. Ein Wechselbad der Gefühle macht sich in dir breit auf dieser Wanderung. Du legst immer wieder kleine Pausen ein, um neue Kraft zu tanken, und kleine Zweifel schleichen sich ein, ob du jemals den Gipfel erreichen wirst. In der Mitte deiner Reise erlebst du den entspanntesten Teil deiner Wanderung. Die Wege sind eben, gut ausgeschildert, und du kannst sie in einem lockeren Gang begehen. Entspannung, Leichtigkeit und neue Motivation begleiten dich auf deinem Weg. Kurze Regengüsse lässt du unbeeindruckt zurück, und du bist auf jeden Wetterwechsel vorbereitet. Nun stehst du vor dem letzten steilen Abschnitt deiner Reise. Das Gipfelkreuz ist im Sonnenlicht schon gut zu erkennen. Dein Ziel zum Greifen nah. Die Wege wirken nochmals etwas steiniger und steiler, und deine Kräfte werden noch einmal bis zum Äußersten gefordert. Aber auch hier hast du stets dein Ziel vor Augen. Die Ankunft ganz oben auf dem Berg. Und nun stehst du kurz vor dem Gipfel. Ein paar kleine Schritte und dann bist du an deinem Ziel angekommen. Die Sonne scheint und die Atmosphäre um dich herum wirkt ruhig und bedacht. Du läufst auf den Gipfel zu. Mit jedem Schritt
steigen Gefühle der Freude, der inneren Kraft und des Glücks in dir auf. Und nun, du hast es geschafft. Du bist angekommen. Du genießt die Aussicht und Ruhe, die dir nun dieser Moment schenkt. Stolz und beeindruckt von der Verantwortung, die du auf deiner Reise übernommen hast, setzt du dich ins sonnengeküsste, satte Gras. Du schließt deine Augen und deine Gedanken sind ganz bei dir. Symbolisch steht deine Reise für deine Schwangerschaft und der Gipfel für die Geburt deines geliebten Kindes. Du hast dich allen Herausforderungen eurer Reise gestellt und stets Verantwortung für dein Baby und dich übernommen. Du hast eure Reise gestaltet und dein Baby mit Liebe, Zuversicht und positiver Energie genährt. Nur noch wenige Stunden oder Tage halten euch beide nun von eurem Ziel ab. Bald schon wirst du dein geliebtes Baby in die Arme schließen, seine zarte Haut streicheln und seine Vollkommenheit bestaunen. Ein Gefühl der Ruhe und der Entspannung macht sich nun in diesen Tagen in dir breit. Deine Vorfreude ist grenzenlos und auch dein Baby bereitet sich freudig auf die sanfte, schöne Geburt vor, die ihr gemeinsam erleben dürft. Und auf den letzten Schritten eurer Reise flüstert dir dein Baby noch einmal eine liebevolle Botschaft aus der Tiefe seines Herzens zu. Meine geliebte Mama, unser Ziel ist zum Greifen nah. Ich liege nun schon sehr tief in deinem Becken und mache mich bereit für den Start in mein Leben auf der wundervollen Welt. Wie sehr ich die Zeit in meinem Zuhause unter deinem Herzen doch genossen habe, Mama. Umgeben von deiner tiefen Liebe und deiner Zuversicht, durfte ich mich in meinem ganz eigenen Rhythmus entwickeln. Mama, ich spüre, welch große Verantwortung du auf dieser Reise übernommen hast. Deine Gedanken, Wünsche und all das, was du gefühlt hast, haben mich dies immer wieder spüren lassen. Ich bin sehr stolz auf dich, Mama, dass du dich immer wieder dazu entschieden hast, dir unser Ziel freudig vor Augen zu führen. Lass uns nun eine Vereinbarung treffen, Mama. Eine Vereinbarung für meine Ankunft und unser gemeinsames Leben auf der Welt. Ich werde bei meiner Ankunft in deinen Armen all meine Liebe und mein ursprüngliches Vertrauen mitbringen. So, wie auch du dies damals als Baby in diese Welt getragen hast. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, Mama, dass du weiterhin Verantwortung für mich übernimmst. Ich lege alle meine Liebe in deine Hände und meine Bedürfnisse in dein Herz hinein. Und ich wünsche mir, dass du Verantwortung für mich übernimmst und für mich immer da bist, wenn ich deine Hilfe benötige. Deine unendliche Liebe, deine Wärme und Zuneigung werden mich bei jedem meiner Schritte bestärken, Mama, und mir den Halt und die Sicherheit schenken, um mich frei entfalten zu können. Meine liebe Mama, schenke dir in den letzten Tagen unserer Reise nochmals etwas Ruhe und bleibe in deiner kraftvollen Mitte. Was auch immer dir nun aus deiner Außenwelt begegnen mag, du bleibst ganz bei dir. Du bleibst in deiner Mitte und in deiner Stärke. Du bleibst mutig und zuversichtlich.
Zweifel und Ängste, Mama, verabschiedest du dankend, um wieder in deiner positiven Mitte anzukommen. Abgemacht, Mama? Und ich danke dir, Mama, dass du diese Verantwortung für mich übernimmst. Ich danke dir für deine grenzenlose Liebe und all den Mut, den du für uns in dir trägst. Ich freue mich so sehr, schon bald eine neue Reise mit dir antreten zu dürfen. Eine Reise, die uns immer wieder neue Ziele schenken wird und die wir mit grenzenlosem Vertrauen gemeinsam gehen dürfen, Mama. Unsere Herzen werden uns immer den richtigen Weg zeigen und wir werden den Mut haben, den Weg zusammenzugehen. Wir beide, meine liebe Mama. Halte nun einen kurzen Moment inne und lasse die Botschaft deines Kindes auf dich wirken. Genieße einfach den Moment. Dein Baby lässt nun ein strahlendes Licht über dir erscheinen. Dieses darfst du nun mit Liebe und Harmonie füllen. Liebe, Harmonie und viel Energie fließen jetzt auf dich nieder. Von oben nach unten durch dich hindurch. Du nimmst einen tiefen, bewussten Atemzug, atmest aus und lasse alles los, was negativ und belastend in dir noch vorhanden wäre. Atme gleich noch einmal tief ein und wieder aus. Du lässt alles Negative einfach von dir abfließen. Es hat absolut keine Bedeutung mehr in deiner Gegenwart. Liebe, Licht und Harmonie fließen durch dich hindurch nach unten hin zu Mutter Erde und durchströmen dich mit Energie. Mutter Erde nimmt alles Überflüssige gütig in sich auf. Lass es los. Lass es gehen. Genieße einfach nur diesen wohltuenden Gedanken, alles loszulassen. Und lass es nun gehen. Einfach vorbeiziehen. Werde zum Beobachter deiner Gefühle und Gedanken. Sage Ja zu diesem einen Augenblick. Ja zu dem Geschenk, das dir das Leben bereitet hat. Ja zu dir und deiner Einzigartigkeit. Ja zu deiner Grenzenlosigkeit und ja zu all der Liebe und all dem Mut in dir. Nimm nun dieses leichte Gefühl mit dir mit in deinen Alltag. Du kannst es im Alltag durch einen bewussten tiefen Atemzug zu jeder Zeit und an jedem Ort wieder in dir aufleben lassen. Und durch dein bewusstes Ausatmen kannst du all das loslassen, was in dir eine Schwere hervorrufen würde. Erinnere dich an die wundervollen Gefühle der Liebe und Freude, die dich beim Erreichen des Gipfels auf deiner Wanderung erfüllt haben. Erinnere dich an die sanften Worte deines Babys und eure Vereinbarung, die dich weiterhin in der Verantwortung für dein geliebtes Kind hält. Freue dich, mutig und bewusst die Reise mit deinem Kind auch nach der Geburt fortzusetzen. Und freue dich auf die Liebe und das Leben in absoluter Verbundenheit. Folge immer dem Weg, der dein Herz dir ebnet und vertraue auf deine innere Mitte. Bleibe in deiner liebenden Verantwortung für dein Kind und für dich. Und denke immer daran, du entscheidest dich bewusst dafür, immer und zu jeder Zeit.
aus der Tiefe deines Herzens. Sage Ja und vertraue. Sage Ja zu dir, sage Ja zu deiner Vollkommenheit. Und wenn ich nun gleich von 1 bis 5 zählen werde, kannst du all diese erlebten Gefühle und Eindrücke mit in diese Gegenwart und in dein Alltagsbewusstsein zurückbringen und deine Augen bei 5 dann öffnen. Ich beginne nun zu zählen. Und 1. Du kannst nun deine Finger und Zehen bewegen. 2. Einen guten tiefen Atemzug einatmen und dabei vielleicht lächeln. 3. Recke und strecke dich ausgiebig. 4. Noch einmal tief einatmen und deine Energie und Konzentration zurück in diese Gegenwart führen. Und 5. Augen auf. Du bist körperlich und geistig wach und erholt, zurück in deinem wundervollen Leben.